Frauen rülpsen doch gar nicht. Ach, heute könntest du auch mal ein bisschen mehr Ausschnitt zeigen. Ohne Make-up siehst du viel besser aus. Wann ziehst du noch mal deine Lederleggings an? Geh du doch mal zur Bar, du hast Brüste. Mit offenen Haaren siehst du viel schöner aus. Ach komm, du findest mich doch auch geil. Lach doch mal. Also für eine Frau isst du aber ganz schön viel. Hast du das Gerät schon mal an- und ausgemacht? Boah, du bist ganz schön naiv. Ja, hab ich! Alles klar, du kriegst deine Tage, ne? Gerade so in der Arbeitswelt werde ich ganz oft auf mein Äußeres reduziert oder auf meine Haarfarbe. Das finde ich komplett unnötig. Wenn ich irgendwie gut gelaunt war oder irgendwie so einen fröhlichen Eindruck gemacht habe, dann haben manchmal auch Leute zu mir gesagt, dass ich naiv bin. Wir waren Kartfahren und ich habe am Ende eine Gratulation bekommen von dem Veranstalter, der kam, hey, cool, du warst die schnellste Frau. Ja, Leute, ich war die einzige Frau. Nur weil ich glücklich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich naiv bin. Also wenn zu mir jemand sagt, lach doch mal, dann passiert eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe sehr oft Kopfschmerzen und zwar sehr, sehr schlimme Kopfschmerzen. Es passiert dann das. Und wenn ich mir dann von einem Kollegen oder von einem Typen oder einem Kumpel am nächsten Tag anhören muss, ah ja, hast du Kopfschmerzen, dann raste ich inzwischen wirklich aus. Also ich arbeite in einem Job, der sehr männerdominiert ist. Und da muss man sich schon mal behaupten. Und da hört man auch mal so Sprüche, die sie vielleicht auch gar nicht böse meinen. Aber da heißt es dann halt, also ich muss dir mal sagen, Lob, Lob, Lob. Für eine Frau hast du das aber ganz schön gut gemacht. Ich habe den ersten Job bekommen in einer Internetredaktion. Und ein Kollege hatte sich auch darauf beworben und hat ihn nicht bekommen, den Job. Und die einzige Begründung, die ihm eingefallen ist, warum man mich genommen hat, war, weil ich natürlich eine Frau bin. Außerdem habe ich mir jetzt die Haare abgeschnitten. Und prompt kriegt man natürlich sehr viele Kommentare. Unter anderem ein Kollege, der sagte, ja, schon ein cooler Schnitt, aber lange Haare sind schon sexier. Ja, vielleicht will ich aber auch nicht unbedingt nur sexy sein. Es ist nett gemeint, aber manchmal schminke ich mich auch einfach nur gerne, weil ich mich dann sicherer fühle. Nicht für dich, sondern für mich. Wenn ich nicht einparken kann, ist das eine Eigenschaft von mir, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass Frauen nicht einparken können. Wenn Dinge rein auf mein Frausein bezogen sind, dann finde ich es traurig und manchmal auch verletzend. Und außerdem finde ich, dass es ja dann schon auch darauf ankommt, wie die Person drauf ist, was man vielleicht für Unterhaltungen hatte. Und irgendwie ist es ja nicht immer alles Haut und High Heels, was mich zu dem Menschen macht, sondern das, was ich dann von mir gebe und wie ich drauf bin.